4 Minuten. Hoppla, ja, jetzt. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte den Berichtsentwurf des ECON-Ausschusses vorstellen. Wir haben das Aktionsprogramm der Europäischen Kommission, das am 7. April 2016 vorgestellt wurde, intensiv diskutiert. Es lagen insgesamt 239 Änderungsanträge vor. Es wurden zwei Ausschüsse zur Mitberatung eingeladen. Am Ende haben wir 81 Punkte beschlossen, die mit 47 Stimmen bei 5 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen eine breite Mehrheit gefunden haben. Ich möchte zuerst allen danken, die sich beteiligt haben, für die konstruktive Zusammenarbeit, für die guten Ideen. Und am Ende haben wir, so glaube ich, Kompromisse gefunden, die in die Beratungen der Kommission für die konkreten Gesetzesmaßnahmen, aber auch in die Beschlussfassung des Rates eingehen sollten. Das Problem bei Steuerfragen ist, dass im Rat einstimmig beschlossen werden muss, wir aber vorher angehört werden müssen. Und deshalb haben wir die Sache auch ernster genommen, wenn wir im Endeffekt auch nicht im Mitentscheidungsverfahren stehen. Es ist unbestritten, dass die Mitgliedstaaten über ihre Steuerpolitik selbstständig entscheiden können. Die 6. Mehrwertsteuerrichtlinie von 1993 gibt allerdings einen Rahmen für die Verbrauchs- und Mehrwertsteuer her. Und diese 6. Mehrwertsteuerrichtlinie ist mehrfach revidiert, reformiert worden. Es bleibt ein großes Problem, das ist die Mehrwertsteuerlücke und der grenzüberschreitende Mehrwertsteuerbetrug. Das Aufkommen ist ca. 1 Billion €. Die vom Rechnungshof nochmals bestätigte Mehrwertsteuerlücke im letzten Jahr betrug 160 Milliarden €, einschließlich Betrug, der auf 60 Milliarden geschätzt wurde. Das heißt, ca. 16% des Aufkommens werden nicht eingetrieben oder sind das Ergebnis, dass sie nicht eingetrieben werden können, von betrügerischen Maßnahmen. Wir sind uns alle einig, dass dagegen etwas getan werden muss. Aber in der Vergangenheit waren alle Schritte sehr zögerlich. Deshalb hat die Kommission vorgeschlagen, die Kooperation der Mitgliedstaaten, den Datenaustausch, die Informationen zu verbessern, notwendige und mögliche technische Einheiten bei der grenzüberschreitenden Abrechnung zu nutzen. Wir haben das alles begrüßt und es war eine breite Zustimmung im Ausschuss, dass die Ideen, die die Kommission vorgeschlagen hat, insgesamt positiv sind. Aber wir haben auch darüber hinausgehende Vorschläge diskutiert, nämlich insbesondere, dass von der Tschechischen Republik und von einer doch bedeutenden Zahl von Mitgliedstaaten im letzten ECOFIN-Rat unterstützte Vorhaben in Tschechien ein Pilotprojekt zum Reverse-Charge-Verfahren anzusetzen. Das war nicht unumstritten und wir haben uns im Kompromiss auf ein solches Pilotprojekt geeinigt, haben allerdings auch gesagt, die Dauer eines solchen Pilotprojekts darf nicht dazu führen, dass am Ende die anderen Maßnahmen nicht ergriffen werden. Denn es ist eine Frage der Gerechtigkeit, der Einnahmen. Die verlorenen Mehrwertsteuereinnahmen sind deutlich höher als der EU-Haushalt. Das muss man wissen. Und in der Mehrwertsteuerrichtlinie von 1993 steht drin, es wird ein endgültiges System angestrebt. Das endgültige System ist jetzt vorgeschlagen, dass das Bestimmungslandprinzip eingeführt werden soll, dass wir die Koordination, die Zusammenarbeit verbessern, dass wir den Betrug bekämpfen. Aber es sind auch noch weitere Maßnahmen. Neben dem von mir genannten Pilotprojekt ist insbesondere auch von Bedeutung der Vorschlag der Kommission, eine Liste mit ermäßigten Gütern und Dienstleistungen für nicht für den Normalsteuersatz, sondern für ermäßigte Steuersätze vorzusehen. Und hier stellen wir fest, dass die Liste heute ellenlang ist, dass sie viel zu lang ist, weil sie noch aus der Entstehungsgeschichte der Mehrwertsteuerrichtlinie stammt und die Staaten damals darauf beharrt haben, dass ihre eigenen Interessen auch zum Maßstab künftiger gemeinsamer Gesetzgebung gemacht werden. Und der eklatanteste Fall ist der Beschluss des Rates vom Sommer für Hygieneprodukte für Männer und Frauen in Großbritannien den Steuersatz null zuzulassen. Das heißt, wir haben eine Fülle von Aufgaben. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken. Der Bericht ist mit großer Mehrheit angenommen worden und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, trotz aller Split-Votes und aller Änderungen an den Kompromissen insgesamt dem Bericht zuzustimmen. Vielen Dank. Would you accept Mr. Langen,
Would you accept a blue card? Ja. Okay. Mr. Sulik. Dankeschön. Guten Tag, Herr Langen. Ich habe eine Frage an Sie. Diese Karussellgeschäfte, die entstehen durch diese Betrügereien, entstehen doch dadurch, dass in der Lieferantenkette sich einer die Mehrwertsteuer